Jo Freunde, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Rocket League Sideswipe Video auf meinem Kanal. Aber das ist kein ganz normales Video, es ist mal ein bisschen anderes Video, mal kein Gaming-Video, mal kein Gameplay-Video, was auch immer, kein neues Ankündigungsvideo, sondern es geht wirklich ein bisschen, ist ein bisschen mehr Real Talk heute und deswegen würde es mich extrem freuen, wenn ihr auf jeden Fall das Video bis zum Ende schaut, eure Meinung ganz wichtig danach in die Kommentare schreibt, ob ihr der gleichen Meinung seid, ob ihr anderer Meinung seid, was auch immer. Und zwar soll es heute in dem Video gehen, was ich alles in Rocket League Sideswipe ändern sollte, wenn ich sogar ändern muss. Leute, wenn ihr das Ganze feiert, wenn ihr meinen Kanal feiert, lasst super, super gerne ein Abo da, lasst super gerne ein Like da. Wir stehen kurz vor den 7400 Abonnenten, das würde mich sehr, sehr freuen. Also wenn du noch nicht abonniert hast, mach es super gerne, würde mich extrem freuen. Ich würde sagen, wir starten direkt rein mit dem Video. Was ich dazu im Vorhinein sagen muss, Rocket League Sideswipe vom Grundprinzip her ist ein echt geiles Spiel. Also es ist ein cooles Spiel einfach, um nebenbei mit seinen Freunden ein bisschen online im Bus, was auch immer, zu zocken. Aber ich habe das Gefühl, also Rocket League Sideswipe gerade am Anfang hat mir geisteskrank viel Spaß gemacht. Geisteskrank. Ich habe nichts mehr gespielt als Rocket League Sideswipe. Ich wollte unbedingt besser werden. Es gab diesen Grind-Faktor, dass man immer, immer besser werden wollte. Aber leider hat es nach und nach einfach an Content gefehlt. Das heißt, es gab zu wenige Sachen, die man machen konnte. Man konnte rein Solo-Ranked spielen, Duo-Ranked oder Körbe ganz am Anfang. Und dann halt noch diese Kisten öffnen. Da kommen wir auch schon zum ersten Punkt. Und zwar sind es diese geheimen Items. Da gab es immer eine bestimmte Anzahl an geheimen Items. Ein Black Market Item, das war der Atomizer. Dann noch ein paar Importen, ein paar exotische. Und dann noch von allen anderen Seltenheiten. Und die haben sich seitdem nicht mehr geändert. Das heißt, das sind immer noch genau die gleichen Items geblieben. Wir haben keine neuen Black Markets. Man hatte keinen Reiz mehr, sich irgendwie neue Münzen zu erspielen, weil es hat nichts gebracht. Es gab nur die gleichen geheimen Items. Das Einzige, wofür man es ausgegeben hat, war wirklich für Items im Shop. Gerade es kam zum Beispiel relativ früh schon ein titanweißer Octane, was meiner Meinung nach nicht die schlauste Entscheidung war, weil so schon so ein riesiger, riesiger Hype-Punkt aus dem Spiel rausgenommen wurde, weil TV Octane gehört das schon immer mit zu den krassesten, besten, was auch immer, Autos, Items in Rocket League und jetzt kam es relativ früh schon in Rocket League Sideswipe raus. Das heißt, eigentlich hat jeder schon einen titanweißen Octane, der damals gespielt hat. Und das ist meiner Meinung nach nicht die beste Entscheidung von Rocket League Sideswipe gegeben. Aber viel, viel mehr nervt mich, dass es einfach keine neuen geheimen Items gibt. Deswegen, Leute, es muss sich unbedingt ändern, dass neue geheime Items für Rocket League Sideswipe ins Spiel reinkommen. Da jeder hat jetzt so geisteskrank viele Münzen, aber kann sie einfach nicht ausgeben. Und für die ganzen Items im Shop lohnt sich das eigentlich auch nicht. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall neue geheime Items. So Leute, die nächsten zwei Sachen sind die Sachen, die quasi mich bekannt gemacht haben damals in Rocket League. Und zum einen ist es das Trading, zum anderen sind es Custom-Turniere, aber auch jetzt normale öffentliche Turniere, wo man sich mit anderen Spielern um Belohnungen messen kann. Das beides muss meiner Meinung nach unbedingt in Rocket League Sideswipe integriert werden. Es gibt immer zwei Arten, meiner Meinung nach. So war es damals auf jeden Fall in Rocket League. Es gibt zwei Arten von Rocket League-Spielern. Die einen, die wirklich extrem auf Competitive spielen gegangen sind, die immer besser werden wollten, die nicht unbedingt das coolste Auto und nicht das teuerste Auto haben wollten, aber einfach gegrindet haben, die wirklich viel, viel Zeit in das Spiel reingesteckt haben, um Rank zu zocken, damals noch um GC zu erreichen oder in den Turnieren ganz oben mit dabei zu sein. Und dann gab es noch die andere Seite, da gehöre ich auch dazu, da haben wir auch, wir haben wirklich früher stundenlang in Rocket League einfach nur getradet. Ich habe mit meiner Community getradet, wir haben wirklich, ich weiß nicht warum, es war irgendwie, ich kann es nicht erklären, warum das so viel Spaß gemacht hat, aber es war einfach, es war wirklich wie so, ich kann es mir vorstellen, wie so Aktien traden oder so. Ich habe auch damals FIFA gespielt, da habe ich auch, war ich auch nie mehr der Competitive-Spieler. Ich habe es immer mehr gefühlt, so ein bisschen einfach auf den Markt zu achten, zu gucken, welche Spieler steigen und so. Das hat mir Spaß gemacht. Ich weiß nicht warum, ich kann es auch nicht erklären, aber dieser Trading-Aspekt in Rocket League war einfach extrem, extrem geil. Sachen versuchen irgendwie günstiger zu kaufen und dann wäre teurer zu verkaufen, ein extrem geiles, teures Auto zu haben. Dafür war ich irgendwie ein bisschen bekannt. Ich war am Anfang noch sehr lost, habe mich dann aber immer mehr reingefuchster, mehr oder weniger in das Thema. Und dann lief es auch immer, immer besser und mein Inventar war immer mehr wert. Klar habe ich auch viele Sachen von meiner Community geschenkt bekommen, aber es hat einfach extrem, extrem viel Bock gemacht. Auch diese ganzen Openings, alles, was wir gemacht haben, dann einfach mal
einen TV Fennec oder so zu einem guten Preis bekommen. Dann kam der TV Fennec im Shop, es war alles nichts mehr wert. Und das war das große Problem von Rocket League. Die haben Items in den Shop gebracht, der ganze Markt, alle Items waren gefühlt nichts mehr wert. Jedes zweite Black Market-Item kostet kaum noch Credits, was einfach nur noch Quatsch ist, weil es sich dann nicht mehr lohnt zu grinden, irgendwie auf Black Markets zu schwitzen durch Hochtraden oder so. Klar, es ist immer noch ein geiles Gefühl, so jetzt ein Exo-Upgrade zu machen. Das heißt, man gibt fünf exotische Items her, um ein Black Market-Item zu bekommen. Früher war das extrem geil, wenn man gehofft hat, yo, ich ziehe jetzt wahrscheinlich gleich das krasseste Black Market und kann dann 10.000 Credits mitmachen. Das ist heutzutage leider nicht mehr so. Und deswegen ist der Trading-Markt in normalen Rocket League leider komplett im Arsch. Aber deswegen hoffe ich umso mehr, dass das Ganze nochmal resettet wird. Und zwar auf Rocket League Sideswipe. Das heißt, das Trading nochmal von ganz vorne startet. Ich weiß nicht, ob die es dann zum Beispiel machen könnten mit einer neuen Währung. In Rocket League normal sind es ja Credits. Und hier gibt es ja normal in Rocket League Sideswipe nur gerade diese Coins. Und ich hoffe unbedingt, unbedingt, wie es auch immer funktionieren soll, dass Trading in Rocket League Sideswipe reinkommt. Ich meine, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es so kompliziert ist. Das ist ein Aspekt, was wirklich so viele Leute reizt. Und gerade am Anfang vom Spiel jetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass so viele Leute Bock haben, einfach zu traden. Mit ihren Leuten, mit ihren Freunden, ihre Items zu tauschen, vielleicht sich da hochzuarbeiten, geilere Autos zu bekommen. Man weiß ich nicht, man könnte ja auch zum Beispiel ein ganz neues Item, wie zum Beispiel eine Map-Arena, reinbringen. Da kommen wir auch noch zu einem Punkt. Wir brauchen unbedingt neue Maps. Es gibt quasi nur eine Map und das seit Anfang des Spiels. Und ich weiß nicht, ein bisschen mehr Abwechslung, so wie eine Map, ist doch eigentlich nicht schwer. Ich meine, bei FIFA kann man ja auch so sein eigenes Stadion wählen. Wie cool wäre es, wenn man als eigene Map, eine eigene Map quasi, jeder selber haben könnte. Ich weiß nicht, ob das so kompliziert ist. Da habe ich keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht so in der Softwareentwicklung da drin. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall ein extrem geiles Feature wäre. So, dann kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Und zwar ist es Turniere, und zwar Custom-Turniere. Es geht da nicht nur darum, dass es ja jetzt im normalen Rocket League auch öffentliche Turniere gibt, die immer zu einer bestimmten Uhrzeit sind, auch in verschiedenen Spielmodis, die auch auf jeden Fall in Rocket League Sideswipe übernommen werden müssen. Ich verstehe es nicht. Wie kommt man darauf, keine Turniere in Rocket League Sideswipe? Du hast bis jetzt in Rocket League Sideswipe die Möglichkeit, Solo-Ranked, Duo-Ranked, Volleyball ist jetzt der neue Modus und dann nochmal Solo Unranked und Duo Unranked. Dass jetzt auch so spät erst Unranked reinkam, kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Warum gab es von Anfang an nicht Unranked? Wo ist das Problem? Das gehört eigentlich dazu. Genauso, warum ist noch kein Trio draußen? Warum ist noch kein Squad draußen? Das soll auch gar kein Hate-Video sein. Ich liebe Rocket League. Rocket League ist quasi das Game. Ich liebe Autos, ich liebe Fußball. Rocket League, zack, perfekt. Dann, ich verstehe es nicht. Das Spiel hat so viel Potenzial, aber ich habe das Gefühl, sie machen es eigentlich einfach selber kaputt, indem sie so offensichtliche Sachen wie das Unranked jetzt erst dazu kam. In Season 2, es gab quasi zwei Seasons, die Preseason und die ganze Season 1, wo kein Unranked drin war. Als ob das so kompliziert ist, einfach Unranked hinzuzufügen. Es ist einfach genau das gleiche wie Duo und Solo-Ranked, nur dass es halt um nichts geht, dass man da sich aufwärmen kann, dass man da Shots trainieren kann. Warum kam das nicht sofort? Und jetzt ein extra Modus rein, Volleyball. Ist ganz cool, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, wow, das könnte ich jetzt den ganzen Tag zocken. Und da fehlen auf jeden Fall Turniere, wo man sich nicht nur ich persönlich dann private Turniere erstellen kann, die ich dann mit gemeinsam meiner Community zocken kann. Ich habe das Problem, wenn ich mit meinen Leuten in meiner Community zocken will, das Einzige, was ich machen kann, ist entweder mit den Duo spielen, das heißt, ich kann maximal einen aus meiner Community einladen, oder ein privates Match machen, wo ich dann 2 gegen 2, das heißt, ich kann maximal drei Leute auf der Community mitnehmen. Und jetzt in normalen Rocket League war es ja so, dass man bis zu 128 Spielerturniere veranstalten kann. Das gibt es alles nicht. Ich muss jedes Mal eine halbe Stunde Leute raussuchen, mit denen ich dann zocken will. Gerade auch dieses Party-System, das funktioniert bei mir einfach nicht. Ich lade Leute ein, bei denen kommt keine Einladung an. Warum ist das ein Bug? Warum gibt es den? Warum kann der nicht gefixt werden? Den gibt es seit Anfang an in der Preseason. Ich kann manche Leute einfach nicht einladen. Also ich lade sie ein, aber sie bekommen keine Einladung. Warum ist das so? Das ist nur einer von ganz, ganz vielen Bugs. Gerade der Controller hat am Anfang auch noch relativ viele Bugs. Ich habe aber in letzter Zeit nicht mehr so viel gespielt. Das heißt, der Controller-Bug könnte sogar gefixt sein. Oder auch, dass ich da die ganze Zeit durchgeboostet habe, ohne Boost zu drücken. Da musste man einmal kurz die Boost-Taste drücken. Allgemein, dass man auch die Settings beim Controller ändern kann. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele, was ich auch nur empfehlen kann, die Rocket League Sideswipe mit dem Controller spielen. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Ist jetzt hier oben rechts in der Ecke verlinkt, könnt ihr euch wirklich sehr gerne reinziehen. Ist komplett OP. Controller spielen mit Rocket League Sideswipe ist zwar extrem cool, aber du kannst deine Settings nicht ändern. Das heißt, die Settings sind genau so und du kannst sie nicht ändern.
Das ist dann einfach so festgelegt. Verstehe ich auch nicht. Wo ist der Sinn? Ich meine, du kannst ja auch in Rocket League Sideswipe diese Jump Boost Button, das ist eine extrem coole Funktion für die ganzen Leute, die noch mit Touch spielen. Die kannst du auch aktivieren, deaktivieren. Kannst auch die verschieben, wo du willst, aber du kannst beim Controller einfach nicht deine Settings ändern. Wo ist das Problem beim Controller, seine Settings zu ändern? Und dann gibt es noch so einige kleine Sachen, wie zum Beispiel, dass nach einem Tor vielleicht ein Replay kommt. Es ist quasi unmöglich, wenn man einen coolen Shot hittet, den irgendwie noch schnell zu recorden. Wenn ein Replay kommen würde, würde es auf jeden Fall funktionieren. Dann auch, dass zum Beispiel die KMH angezeigt werden, was viele auch extrem interessant finden. Ich meine, das sind ja einfache Sachen, die es alle im normalen Rocket League schon gibt, aber die einfach nicht in Rocket League Sideswipe übernommen wurden. Ich meine, die haben schon vieles richtig gemacht in Rocket League. Es gibt natürlich immer noch einige Sachen, die man da verbessern könnte, aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Es geht jetzt hier in dem Video erstmal wirklich um die Basics, die unbedingt geändert werden müssen, weil ich habe wirklich das Gefühl, wenn Rocket League Sideswipe so weitermacht, wie sie es gerade machen, ist das Spiel spätestens in einem halben Jahr komplett tot. Niemand wird mehr Rocket League Sideswipe. Es wird natürlich immer noch ein paar Leute geben, die das auf ganz entspannt zocken, aber es fehlt einfach irgendwann der Reiz. Es gibt keine Turniere, es gibt kein Trading, was so riesen zwei Aspekte sind. Es gibt nicht mal Trio, man kann maximal nur mit einem Spiel Freund spielen. Es könnte auch sowas geben wie zum Beispiel einen Ingame-Chat, wie wir es aus Fortnite kennen, wo man dann random Duos oder so finden kann, mit denen man dann einfach so quatschen kann. Wie cool wäre das? Ich meine, ich glaube, random Duos, random Squads, random Trios ist gerade auf YouTube in Fortnite extrem gehypt. Jeder fühlt es. Und warum gibt es sowas nicht einfach in Rocket League? Das ist doch auch fürs normale Rocket League jetzt zum Beispiel, könnte man das ganz einfach hinzufügen. Und das wäre extrem lustig. Man könnte extrem viele, auch jetzt für mich als Content Creator, könnte man extrem viele lustige Videos drehen, die einfach erstens Unterhaltung für euch sind und zweitens auch mir extrem viel mehr Spaß machen würden. Ja, Freunde. Zum Schluss will ich aber auch noch ein paar Sachen sagen, die ich an Rocket League Sideswipe auch ganz cool finde. Weil sonst wirkt das am Ende so wie so ein super Hate-Video, aber das soll eher mehr eine Anregung sein, was, ich weiß nicht, ob das jetzt von Epic Games ist, ich glaube nicht, aber was Rocket League Sideswipe auf jeden Fall alles noch ändern muss. Aber gut, finde ich meiner Meinung nach, ist zum einen der Battle Pass. Battle Pass ist komplett cool. Es gibt jede Season einen neuen Battle Pass, der erstens for free ist, wo den sich jeder quasi einfach holen kann, ohne dafür Geld auszugeben, ohne irgendwie zu sparen dafür, wo auch meiner Meinung nach echt coole Rewards drin sind. Ich finde die Bronze-, Silber- und Goldgeschenke sind extrem cool. Man kann jetzt seit neuestem auch noch sehen, was man aus den Bronze-, Silber-, Goldgeschenken draus ziehen kann. Das heißt, es ist immer noch ein bisschen geiler. Klar sind die Rewards diese Season meiner Meinung nach nicht so cool, aber es ist einfach so ein kleines, dieses Chests Opening, Glücksspielmäßige ist eigentlich immer ein extrem, extrem cooler Punkt in einem Spiel, welchen ich schon immer gefühlt habe, sei es jetzt beim normalen Rocket League, bei Clash Royale, bei FIFA, bei jetzt auch bei Rocket League Sideswap. Es ist einfach extrem cool. Und das Ganze auch noch Free-to-Play einfach so möglich zu haben, wer mehr zockt, kriegt bessere Rewards. Es kann man natürlich noch weiter ausbauen, kann man auch noch bessere Rewards machen, aber da will ich gar nicht meckern. Ich meine, ich finde, ehrlich gesagt, der Rocket Pass in Rocket League Sideswipe ist eigentlich eine extrem, extrem coole Sache. Klar könnte man dann auch später noch über einen Free Pass gehen, wo auch noch einige Items drin sind und dann nochmal einen, den man kaufen muss. Natürlich nicht für Echtgeld, sondern dann für Credits, die man sich am besten auch komplett Free-to-Play irgendwie erspielen kann, wie es jetzt zum Beispiel auch in Fortnite ist. Man kann einfach lange zocken und dann muss man da nicht 1 Euro reinpayen und kann sich dann irgendwann auch den Pass holen für die ganzen Leute, die vielleicht kein Geld in Spiele reinhauen würden. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Schreibt wirklich unbedingt, unbedingt eure Meinung zu den ganzen Punkten, die ich gesagt habe, in die Kommentare. Ich habe auch nochmal vom lieben Anakin, da habe ich jetzt ja auch einige Punkte rausgenommen, eine Riesenliste zugeschickt bekommen, wo wirklich einige Sachen stehen. Ich habe jetzt wirklich nur die größten Sachen hier herausgehoben, die sich auf jeden Fall ändern sollten, wenn nicht sogar müssen, wenn Rocket League Sideswipe nicht wirklich in einem halben Jahr komplett tot sein will. Aber Anakin hat wirklich nochmal eine ganz große, detaillierte Liste geschrieben, die er auch an den Supporter geschickt hat und hofft, dass es sich was ändert. Bis jetzt hat sich leider noch nicht wirklich was geändert. Es kam, das Einzige, was wirklich reinkam, war der Volleyball-Modus. Und es kommt ja jetzt auch jedes Season ein neuer Modus quasi rein, was eigentlich eine ganz coole Idee ist. Ich hoffe, by the way, dass extrem dieser Dropshot-Modus, ich habe übel Bock, Dropshot könnte ich mir richtig geil vorstellen in Rocket League Sideswipe, aber wir sind gespannt. Ich hoffe, es wird sich was ändern in Rocket League Sideswipe. Schreibt wirklich unbedingt eure Meinung rein, was ihr
gerne vielleicht noch ändern würdet, ob ihr meinen Punkten zustimmt, wie ihr euch zum Beispiel das Trading-System in Rocket League Sideswipe vorstellt. Schreibt es wirklich unbedingt in die Kommentare. Lasst auch super gerne ein Like auf dem Video da, dass Rocket League Sideswipe sieht. Digga, der Typ hat recht. Scheiße, Mann. Wir müssen echt was ändern. Und sonst, Leute, würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao. Ciao.